Ja, herzlich willkommen zur Foskes-Konferenz 2021 virtuell aus Rapperswil, jetzt auch von Bühne 4. Und wir starten mit einer Demo-Session zu QGIS. QGIS ist ja ein mächtiges Tool mit vielen Funktionalitäten, aber man möchte natürlich in seinem Workflow vielleicht auch einige Dinge anpassen. Und wie man das machen kann mittels Python, das wird uns gleich der Herr Thomas Baumann in einer Demo-Session erklären, die zuvor aufgezeichnet wurde. Wenn Sie Fragen haben an Thomas Baumann, dann können Sie während der Demo-Session auch schon im Chat, den Sie neben der Bühne finden, Fragen an ihn stellen. Wir haben aber auch den Fragenblock, der rechts daneben ist. Dort können Sie auch Fragen stellen. Diese können dann von den Teilnehmern gewotet werden. Und am Anschluss der Demo-Session haben wir eine kleine Frage- und Antwort-Session mit Herrn Baumann und werden dort die Fragen mit den meisten Votes beantworten. Jetzt geht's aber los. Maßgeschneiderte QGIS-Arbeitsumgebung mittels Python. Herr Baumann, bitteschön. Herzlich willkommen zu meiner Demo-Session mit dem Titel Maßgeschneiderte QGIS-Arbeitsumgebung mittels Python. Ich würde gerne im Laufe der Demo-Session aufzeigen, an welchen Stellen man mittels Python den Funktionsumfang von QGIS, der über die Jahre immer weiter gewachsen ist und sehr beachtlich ist, noch anpassen kann, erweitern kann, so dass er möglichst ideal an die eigenen Workflows, an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Ich selber bin auf das Thema aufmerksam geworden vor einigen Jahren, als es mal einen Vortrag gab auf der Phosphor G 2014. Und da ging es damals darum, schon 7 Wege Python eben in QGIS zu verwenden. Und mit den Jahren habe ich dann auch immer mehr von diesen Sachen verwendet, so dass ich sagen kann, dass wir heute im Arbeitsalltag eigentlich einen Großteil dieser Sachen ganz regulär verwenden. Und habe darüber hinaus über den Vortrag auch noch ein paar aktuellere Sachen gefunden. Einen Kurs von dem, jetzt muss ich den Namen mal ganz schnell schauen, aus Indien, der Ujjawal Gandhi, der jetzt hier einen sehr umfangreichen Online-Kurs bereitstellt, inklusive Testdaten zu dem Thema, also für wen jetzt die englische Sprache kein Problem ist und der sich da tiefer einarbeiten möchte, ist das eine sehr gute Anlaufstelle. Der bietet das auch als Kurs, als Dienstleistung an, per Remote, und ansonsten gibt es noch von Victor Olaya den QGIS Python Kurs und ein, zwei ältere Sachen von Nathan Woodrow noch. Also man findet schon diverse Informationen dazu. Firma OpenGIS hatte da auch vor kurzem mal einen Vortrag dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nochmal das Rad neu erfunden hätte, sondern es ist mehr ein Bericht aus dem Arbeitsalltag und vielleicht ausnahmsweise auch mal in deutscher Sprache im Vergleich zu den anderen Sachen, die man im Netz findet. So, wo verwende ich im Alltag Python mit QGIS? Einmal beim direkt Ausführen von Python-Code auf der Konsole oder dem Script-Editor. Das ist meistens für mich der Ausgangspunkt, wenn ich Plugins erstelle, dass ich Sachen erstmal direkt so interaktiv in QGIS selber teste, dass ich dann zu dem Python-Code komme, den ich brauche, weil das viel schneller geht, als immer was im Plugin zu schreiben, das Plugin in QGIS wieder zu reloaden und zu schauen, wie das wirkt. Dann haben wir eine Einflussnahme über die Startup Pi und die Pi QGIS Startup. Das sind zwei Möglichkeiten, die besonders dann interessant sind, wenn man eben QGIS verschiedensten Leuten zur Verfügung stellt und zentral Einfluss darauf nehmen möchte, wie die Einstellungen innerhalb von QGIS sind. Wir können benutzerdefinierte Funktionen verwenden, wenn bestimmte Funktionalitäten uns fehlen sollten, können wir eigene Funktionen schreiben und die an verschiedensten Stellen innerhalb von QGIS verwenden, vom Feldrechner über Stil, Beschriftung,
Drucke etc. Per Python können wir auch eine Logik hinterlegen, mit der Attributformulare überprüft werden, Nutzereingaben überprüft werden, auch das Aussehen von Attributformularen noch angepasst werden zur Laufzeit. Das wäre also die Python-Init-Funktion beim Attributformular. Wir können Makros verwenden, die beim Öffnen, beim Speichern und Schließen des Projektes greifen. Oder auch in der Processing Toolbox eigene Skripte oder auch eigene Processing Provider hinzufügen. Und nicht zuletzt kann man auch mit Plugins dann eben noch QGIS vom Funktionsumfang erweitern. Ich würde sagen, wir legen los, gehen mal direkt rein in QGIS und fangen mal an. Ich würde die Konsole mal einblenden und wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, einzeilig zu arbeiten oder ich kann den Editor anschalten und hier mehrzeiligen Python-Code eintippen und dann geballt ausführen. Jetzt zum Demonstrieren würde ich einfach bei der einzeiligen Variante bleiben. Also ich habe jetzt hier nochmal einen Layer, den könnte ich mir mal als Variable hier definieren. Also sage ich iFace Active Layer. Dann sehe ich, das ist ein Vektorlayer mit dem Namen Tektonik, Data Provider OGR. Jetzt könnte ich sagen test.source. Dann sehe ich die Datenquelle, also wo das Shapefile in dem Fall liegt. Kann man hier ein paar Sachen markieren. Test select, so auch noch schreiben, selected Features. Also, Selected Features sehe ich hier, das Array mit den Teilen oder die Liste. Ich hole mir mal das nullte Objekt davon, lass mir die Geometrie ausgeben. Könnt auch noch sagen, gib es mir jetzt als WKT aus. Und so weiter. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, eben hier auf beispielsweise auf Layer zurückzugreifen, auf die Oberfläche von QGIS, auf einzelne Features, auf Objekte und kann eben entsprechend mit der Syntax, wie sie in der Dokumentation von QGIS oder PyQGIS hinterlegt ist, kann ich eben hier zugreifen auf die entsprechenden Objekte. Manchmal auch ganz hilfreich, wenn ich jetzt nicht weiß, was kann man für eine bestimmte Klasse, also zum Beispiel jetzt hier für die Geometrie oder für das Feature selber, was kann man da für Methoden verwenden, dann könnte ich mir das auch kurz in der Konsole hier anzeigen lassen, also Eigenschaften und Methoden und dann entsprechend ist das auch gleich wieder ein Ausgangspunkt, wo man dann weiß, okay, da gibt es jetzt die Fields, auf die ich kommen kann oder ich kann irgendwelche Fields setzen und dann, selbst wenn ich dann nicht genau die Syntax wüsste, wie jetzt wiederum die Methode aufgebaut ist, was sie braucht, dann wüsste ich zumindest schon mal, wo ich jetzt dann konkret danach suchen muss. Gut, es gibt noch den Scriptrunner als Erweiterung, als Plugin, wer das auch möchte. Ich persönlich verwende nicht, das ist aber, denke ich, mehr so eine subjektive Geschichte. Ich bin eigentlich mit der Python-Konsole, so wie sie verbaut ist, schon ganz zufrieden, aber nichtsdestotrotz können wir ja darauf verweisen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, Startup Py und der Umgebungsvariable PyQGIS Startup. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz auf die Dokumentation von QGIS gehen. Mal ganz kurz Startup Py schnell suchen, dann können wir noch mal sehen, das Ganze ist hier auch in der Introduction hinterlegt. Also die Startup Py ist eine Datei, die von QGIS ausgeführt wird, wenn sie an einem bestimmten Ort liegt. Also unter Linux, Windows und Mac leicht unterschiedliche Orte, aber wenn sie an den hier hinterlegten Orten liegt, dann wird sie automatisch beim Start von QGIS ausgeführt. Und über diese Startup Py können wir jetzt alle möglichen Dinge regeln. Wir können auf Settings des Users zurückgreifen. Wir
können bestimmte Checks im Vorfeld machen. Beispielsweise machen wir das Haus intern, ob eine Koordinatentransformation korrekt durchgeführt wird, weil ja in Baden-Württemberg 2018 umgestellt wurde von Gauss-Krüger auf ETS 89. Und manchmal hat man das noch so, dass eben Daten angeliefert werden in Gauss-Krüger von extern. Und damit dann sichergestellt ist, dass zwischen den zwei KBF transformiert wird, checken wir beispielsweise beim Start von QGIS auch, ob das alles sauber funktioniert. Und jetzt ist nur die Herausforderung, wie kann ich, wenn ich jetzt verschiedene Nutzer habe, wir haben hausintern 65 QGIS-Nutzer, und wenn wir jetzt wollen, dass die eben alle eine aktuelle Startup-Pi haben, dann liegt die ja grundsätzlich erstmal beim User in seinem App-Data-Verzeichnis. Und dafür haben wir noch vorgeschaltet die Umgebungsvariable PyQGIS-Startup. Die wird bei uns zentral verteilt über eine Gruppenrichtlinie, bekommt dann jeder Nutzer in seine Windows-Installation mit rein. Und die PyQGIS-Startup, die verweist dann auf eine Python-Datei. Ich kann es mal ganz kurz hier bei meinem Testrechner zeigen. Das ist jetzt nicht der zentrale Arbeitsrechner, auf dem ich normalerweise bin. Da wäre es so, dass auf ein Netzlaufwerk verwiesen wird. Jetzt hier sind wir auf einem Testrechner, den ich für die FOSGIS aufgesetzt habe. Da ist es eben ausnahmsweise von lokal, dass die Pre-Startup-Pi lokal liegt. Aber eben im Arbeitsumfeld würde das eben zentral auf dem Netzlaufwerk liegen, und dadurch würde für jeden User, der QGIS verwendet, wo diese Umgebungsvariable vorhanden ist, würde automatisch beim Starten von QGIS noch vor der Startup-Pi die Datei ausgeführt, die über die Umgebungsvariable festgelegt ist. Und was machen wir damit? Ich mache erstmal einen MD5-Check, also ich berechne den Hashwert der zentral abgelegten Startup-Pi und vergleiche die mit dem Hashwert der lokal beim User liegenden Startup-Pi. Und wenn es da eine Differenz zwischen diesen zwei Dateien gibt, dann kriegt der User immer die aktuelle Version vom Netzlaufwerk nochmal in sein App-Data-Verzeichnis reinkopiert, bevor QGIS startet. Und somit kann man sicherstellen, dass immer alle User die aktuelle Startup-Pi haben und damit eben dann dort entsprechend auch greifen kann. Genau, also ich würde sagen, wir können vielleicht einmal ganz kurz, ohne zu tief einzusteigen, können wir da mal kurz reinschauen in die Startup-Pi. Also wir haben verschiedene Bibliotheken, die wir ansprechen. In dem Fall mache ich das auch so, dass ich mir jetzt den Usernamen noch hole. Ich habe so einen Debugging-Status, ob ich jetzt gerade am Sachen testen bin oder nicht testen bin. Und ich habe noch so einen kleinen File-Rotator eingebaut. Da gab es nämlich immer mal wieder die Problematik in den vergangenen Jahren, dass wenn QGIS doch mal abgestürzt ist, dass manchmal die QGIS-INI, also die Settings-Datei der User, zerschossen war, dass die nicht bis zum Ende durchgeschrieben werden konnte, und dann waren die ganzen Settings der User weg. Dann musste man erst wieder hausintern die Systemtechnik kontaktieren. Die mussten aus dem Backup das vom Vortag wieder rausholen. Und da hatte ich mir gedacht, okay, das kann man auch schnell über diese Pre-Startup-Pi machen, dass da ein rotierendes Backup erstellt wird, weil das ja nicht groß ist, diese Settings-Datei. Und da habe ich halt an jedem Tag wird das einmal weggesichert, jede Woche und so viele Monate. Und dann hat man da eben immer seine Settings gesichert. Also müsste man gar nicht so oft machen, wie es jetzt hier gemacht ist, aber es schadet nicht. Also es kostet gar nicht großartig Zeit. Und dann hat man immer die Dateien, falls mal was passiert. Gut, ansonsten eben, wie gesagt, Hashwert überprüfen, das Zeug dann eben rüber kopieren auf den User-Ordner. Und in der eigentlichen Startup-Pi, die ist jetzt hier relativ, alles ist relativ, relativ lang, 160 Zeilen. Und ich will gar nicht im Detail eingehen, weil das wird wahrscheinlich den einen oder anderen erstmal erschlagen, aber da macht man sowas beispielsweise, dass man eben hier Settings überprüft, und wenn die Settings nicht korrekt gesetzt sind, die entsprechend wieder korrigiert.
Ich überprüfe auch, ob ein bestimmtes File, ob eine Datei vorhanden ist, nämlich das BBTR-Grid von Baden-Württemberg, das NTV2-Grid zum Umrechnen. Und so laufen da einfach verschiedene Checks im Vorfeld ab, wenn QGIS startet. Und ich kann mal ganz kurz ein QGIS hier starten. Und dann sollte man gleich eine hier oben eine Nachricht sehen. Transformation, BBTR-Grid-Integration sieht okay aus. Abweichung der 14 Testpunkte beträgt maximal 1 Zentimeter. Also als ein Part von der Startup Pi überprüfe ich, ob das BBTR-Grid im Dateisystem an der richtigen Stelle liegt. Dann überprüfe ich auch noch 14 offizielle Testpunkte vom Landesamt, vom LGL. Transformiere die in beide Richtungen, Gauss-Krüger, ETS 89, ETS 89, Gauss-Krüger. Berechne die Distanz zwischen dem Ergebnis mit den offiziellen Lagen des Landesamtes, und wenn die Abweichung bei der Transformation im Vergleich zum offiziellen Ergebnis bei irgendeinem Punkt mehr als 1 Zentimeter beträgt, dann kriegt der Nutzer die Nachricht, dass irgendwas nicht stimmen kann. Könnte es auch mal ganz kurz triggern, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt hier mal die Datei von dem BWTR-Grid, von dem NTV2-Grid jetzt hier mal umbenenne, dass es von QGIS nicht mehr gefunden werden kann, dann sollten wir jetzt eine Fehlermeldung bekommen. Also gleich, Achtung, es stimmt was nicht mit dem BWTR-Grid. Abweichung der 14 Testpunkte beträgt maximal 6 cm. Und dann nochmal BWTR-Grid nicht korrekt eingebunden, Grid-Datei fehlt. Also wir sehen, das greift, das passt alles. 6 cm ist ja nicht unbedingt das Maximum an Abweichung. Je nachdem, wo wir innerhalb von Baden-Württemberg sind, könnte das theoretisch auch ohne Grid noch mehr sein. Insofern, je nachdem, was für Anforderungen man hat, kann das eben schon ein Problem sein, eine Abweichung in der Größenordnung. Gut, also das wäre die Startup Pi und Pi QGIS Startup. Weitere Möglichkeit, Python zu verwenden innerhalb von QGIS wäre eine benutzerdefinierte Funktion. Ich öffne mal ganz kurz ein Projekt dazu. Und wir können mal hier den Feldrechner aufmachen. Und wir sehen hier im Feldrechner, kann ich ja einmal einen Ausdruck verwenden, kann aber gleichzeitig auch den Tab umschalten auf den Funktionseditor, wo ich dann eigene Funktionen schreiben kann. Und hier sehen wir schon eine Funktion, die ich jetzt hier im Vorfeld schon mal angelegt habe, eine benutzerdefinierte Funktion. Und wir sehen hier, wir definieren die Funktion, wir sagen Argumente automatisch bestimmen aus der Python-Funktion. Wir packen das in eine bestimmte Gruppe, die heißt hier Custom Uses Geometry False. Ich sage extra, ich benutze keine Geometrie, sondern ich brauche die Geometrie hier nicht, dann geht es schon etwas schneller. Und ich habe eine Funktion Layername aus Pfad, wo ich hier einen Current Path dann übergebe, also einen Pfad übergebe. Und ich gehe dann durch alle Layer des Projektes durch und schaue, welcher dieser Layer hat als Datenquelle diesen Pfad. Und wenn ich was finde, gebe ich den Namen des Layers im Projekt zurück. Wir hatten da einfach mal firmenintern die Anforderung, dass verschiedenste Leute auf einen zentral vorhandenen Layer zugegriffen haben. Und man wollte einfach innerhalb von QGIS auf den Layer zugreifen können, ohne eben wissen zu müssen, wie der in dem Projekt heißt, sondern rein über den Pfad zu gehen. Und da war diese Funktion dann eingebunden in einen anderen oder größeren Kontext noch, also war da nur eine Teilkomponente. Aber die ist entsprechend jetzt schön klein und übersichtlich, dass man sie im Rahmen von so einer Demo-Session einfach auch mal zeigen kann. Genau, also hier haben wir gerade schon gesehen, hier habe ich den Pfad noch drin, den ich jetzt mal zum Demonstrieren kurz brauche. Und dann könnte ich jetzt hier diese benutzerdefinierte Funktion ansprechen und hier den Pfad eingeben. Und dann würde ich hier unten in der Vorschau, wo mein Mauszeiger sich befindet, hier schon sehen, hier kriege ich dann als Return-Wert von dieser Funktion den Namen des Layers zurückgeliefert. Bei der Fragestellung war es da nicht relevant, ob der einmal oder zweimal oder hundertmal vorkommt, sondern es ging darum, dass man einfach nur diesen einmal hat und zum Greifen bekommt.
Und das war dann eben ein kleines Beispiel für eine benutzerdefinierte Funktion. Genau, also die findet sich hier, wir haben ja gesagt, Gruppe Custom, hätten wir jetzt auch anders nennen können, unsere benutzerdefinierte Gruppe. Da tauchen dann die Funktionen auf, die man in diese Gruppe reinpackt. Und man kann jetzt Sachen für den Feldrechner Funktionen benutzen. Man kann es auch bei den Eigenschaften des Layers. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal hier sagen, ich möchte die Farbe vielleicht mit dem Expression Editor festlegen. Auch hier könnte ich jetzt zugreifen auf den Funktionseditor und auf eine benutzerdefinierte Funktion. Würden wir jetzt nicht diese Layernamenfunktion verwenden, das ist klar, sondern wir würden halt andere Funktionen schreiben und könnten da irgendwie berechnen, welche Farbe hier zugewiesen werden soll, Strichbreite, Versatz, Strichstil und so weiter. Wir sehen ja überall, wo dieses Symbol hier auf der rechten Seite ist und wo wir dann über Bearbeiten da drauf kommen, da können wir dann eben eine Expression verwenden. Auch bei Beschriftung, jetzt noch ausgegraut, weil es nicht aktiv ist, aber an verschiedensten Stellen, bis hin auch zur Druckzusammenstellung etc. Überall können wir dann auf benutzerdefinierte Funktionen zurückgreifen. Und das ist schon ein sehr mächtiges Werkzeug. Was haben wir noch? Wir können ein Attributformular auch noch mittels Python greifbar machen. Wir können Sachen abfragen, wir können Sachen dort auch verändern im Attributformular. Und das wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Ich zeige das mal ganz kurz, auch relativ überschaubar. Es geht ja einfach nur um das Grundprinzip. Also ich habe hier eine Funktion namens Kontrolle. Ich gehe auf den Dialog, der aufgeht, wenn ich neue Daten erfasse oder Attribute verändern möchte, und suche dort ein Widget mit dem Namen TagTyp. TagTyp ist der Name der Spalte und QGIS legt dann automatisch im Attributformular ein Widget mit dem Namen der Spalte an. Also das suche ich mir und über SetStyleSheet verändere ich dort das Aussehen dieses entsprechenden Widgets. Und das können wir mal ganz kurz sehen. Wenn ich jetzt hier mit dem Info-Tool draufgehe, dann sehen wir hier Farbe der Schrift und des Hintergrundes habe ich jetzt hier verändert. Einfach mal so Pass pro Toto, dass man sieht, man kommt hier drauf und kann Sachen hier entsprechend einstellen. Man könnte auch die eingegebenen Werte des Nutzers abgreifen und überprüfen und dann eben auch dynamisch noch das Aussehen der Eingabemaske verändern, auch je nach Eingabe. Wo kann man das einstellen? Bei den Eigenschaften des Layers kann ich eben hier im Bereich Attributformular mittig auf dieses Python-Symbol und da kann ich noch eine Python-Datei beispielsweise übergeben, den Funktionsnamen und auf die Art und Weise eben automatisch jedes Mal, wenn dieses Formular aufgeht, auch noch Python ausführen. Kurz ein Blick auf den Spickzettel wieder. Das nächste wären die Makros. Makros kann ich in den Projekteigenschaften definieren. Ich zeige es mal ganz kurz. Beim Öffnen, beim Speichern und beim Schließen eines Projektes kann ich bestimmte Python-Inhalte hier ausführen lassen. Ich gehe mal kurz auf Abbrechen und öffne mal ein Projekt, was ich vorbereitet habe. Also hier das Makro. Da kriege ich jetzt eine Meldung, dass ich das Projekt nicht öffnen kann. Also ich cannot open project with write access, also ich kann nicht mit Schreibzugriff auf das Projekt zugreifen. Und jemand anderes, ein Rechner namens LTRD93, hat schon ein Log auf das Projekt hier erzeugt. Und deshalb wird das Projekt jetzt kopiert und unter einem anderen Namen abgespeichert und wir arbeiten dann in einem anderen kopierten Projekt weiter, damit wir uns nicht mit dem anderen Nutzer in die Quere kommen. Sage ich okay. Genau, wird alles rüber kopiert. Ich habe wieder ein Projekt, was jetzt abgespeichert ist im Dateisystem. Ich komme mehr mit dem anderen nicht in die Quere und kann trotzdem hier was drin machen. Soweit so gut. Also wir sehen jetzt hier bei den Makros stehen eben verschiedenste Sachen drin und was gemacht wird, ist, dass eben, wenn ich jetzt ein Projekt öffne,
dann wird im Dateisystem an der Stelle, an der die Sachen liegen, da wird geschaut, ob da eine Datei liegt, die so heißt, grundsätzlich wie das QGIS-Projekt mit der Dateiendung log. Und wenn ja, wird in diese Datei reingeschaut und da steht dann die entsprechende ID drin, wer gerade dieses Projekt bei sich geöffnet hat. Wenn der andere Nutzer, der das Projekt bei sich geöffnet hat, das Projekt wieder schließt, wird diese Logdatei wieder gelöscht und damit könnte ich jetzt auch exklusiv das Projekt öffnen. Einfach ein Beispiel für ein Makro. Wir selber verwenden jetzt firmenintern die Makros nicht allzu viel. Auch in dem Fall finde ich jetzt für die Fragestellung mit dem exklusiven Zugriff, fände ich das eigentlich besser, wenn man das wirklich im QGIS Core, im Kern von QGIS irgendwo verankern würde, als dass man das über ein Makro macht, weil das würde wieder voraussetzen, dass man Makroausführung generell erlaubt in QGIS, was wiederum ein mögliches Sicherheitsrisiko ist, wenn man QGIS-Projekte auch von außen reinbekommt und die dann öffnet und die entsprechenden Makros dann ausgeführt werden. Ja. Ich hatte da auch schon mal angefragt bei einem Kernentwickler, aber das wäre so ein typisches Projekt, was man eher über eine Crowdfunding macht. Also bei uns ist der, die Frustration noch nicht so groß, dass wir das jetzt alleine aufbringen würden, das Geld, was eben sowas im QGIS-Kern kosten würde. Aber ich denke, es gibt sicherlich auch andere, die Interesse an so einer Funktionalität hätten. Das wäre dann vielleicht eher was man mal im Rahmen von einem Crowdfunding macht. Aber ja, würde zu weit führen. Das nur so ganz grob noch als eine kleine Einschränkung oder ein kleines Manko von den Makros, was ich da sehe, wenn man die eben grundsätzlich erlaubt. Was haben wir noch? Wir haben die Processing Toolbox, in der wir auch Python ausführen können. Da kann ich mal die kurz aufrufen, die Processing Toolbox. Wir haben hier unten den Bereich Skripte. Da hatte ich das schon mal hier hinzugefügt. Ich kann das nochmal rauslöschen, dass wir nochmal so den Schritt sehen, wie die dann hier reinkommen. In dem Fall habe ich jetzt hier kein hausinternes Beispiel verwendet, sondern eins, was ich in einem Workshop gefunden habe. Da hatte ich ganz zum Beginn schon mal darauf verwiesen, von dem Ujjwal Gandhi. Sehr guter, umfangreicher Workshop und der hatte auch ein ganz nettes Beispiel, inklusive Testdaten bereitgestellt, beziehungsweise in dem Fall jetzt nur dieses Skript. Bei einem anderen Beispiel, was ich später noch zeigen werde, auch noch die Testdaten dazu. Also das so als Quellenangabe. Ich würde einfach mal das Zeug hier rüber kopieren und jetzt in der Processing Toolbox sagen, ich möchte ein neues Skript erzeugen, haue das hier rein und speichere das Ganze, gebe dem Namen hier noch gebe der Datei einen Namen, wo sie dann im Dateisystem abgelegt wird. Und dann habe ich jetzt hier ein neues Processing Script, was ich ausführen kann. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann könnte ich jetzt eben ein Layer mehr nehmen und könnte sagen, wo der hin exportiert werden soll. Pack den mal auf den Desktop. Und dann würde dieses Processing Script einfach die Attribute des Shapefiles als CSV exportieren. Also ich starte das Ganze. Das Ganze ist beendet. Ich gehe kurz auf den Desktop und habe hier meine export.csv. Hat alles geklappt. Also einfach nur ein kleines Beispiel, wie eben so ein Processing-Script eingebaut werden kann. Ich denke, wir gehen jetzt nicht zu sehr auf die Details innerhalb dieser Python-Datei ein, weil das würde ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Aber grundsätzlich vielleicht gesagt, wir haben halt einfach eine Klasse vom QGIS Processing Algorithm Objekt und da gibt es bestimmte Funktionen, die dann eben erwartet werden zum Initialisieren, zum Ausführen des Algorithmus und da kann man dann seinen Python-Code drin versenken.
Ja, neben dem Processing Script gibt es dann noch die Processing Provider, was dann noch ein bisschen umfangreicher ist, wo man dann in einem einen Provider auch verschiedenste Algorithmen bereitstellen kann. Kann ich irgendwie nur als Ausblick noch bringen, dass man entsprechend das Ganze dann noch machen kann, wenn man das vielleicht ein bisschen größer, in einem größeren Umfang verwenden möchte und da vielleicht verschiedene Algorithmen einordnen möchte, dass man das Ganze auch noch über einen Processing Provider dann macht. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch den Code-Parameter. Dazu können wir das Projekt hier mal kurz schließen und wir gehen mal kurz ins Dateisystem. Ich habe hier zwei Verknüpfungen zu QGIS und diese Verknüpfungen sind jetzt nicht Standardverknüpfungen, die nur QGIS selber aufmachen, sondern wir können mal ganz kurz hier reinschauen. Ich kopiere das Ganze mal raus. Wir schauen uns das mal kurz an. Also, wir haben hier den Parameter Code. Ich rufe also QGIS-Exe auf. Mit dem Parameter Code sage ich, ich möchte gern beim Starten von QGIS auch noch Python-Code übergeben. Dann übergebe ich eine Python-Datei und gleichzeitig jetzt bei dieser Verknüpfung noch ein QGIS-Projekt, also eine QGZ-Datei. Die zweite Verknüpfung, die noch im Dateisystem liegt, macht nur die ersten zwei Sachen. Also, die öffnet dann nur QGIS und führt diese Python-Datei aus. Das ist jetzt wiederum was wir hausintern nicht großartig im Einsatz haben, aber der Vollständigkeit halber habe ich das jetzt auch noch hier mit reingenommen. Der Grundgedanke dahinter wäre, dass man beispielsweise jetzt beim Starten von QGIS noch bestimmte Sachen sich reinladen kann, die jetzt vielleicht nicht standardmäßig so in einem Format vorliegen, wie QGIS sie einlesen kann. Also beispielsweise so ein Zusammenspiel mit irgendwelchen Fremdsystemen könnte man sich vorstellen, dass man dann per Python beim QGIS-Start irgendwas ausliest, was ein anderes Programm, ein anderes System innerhalb der Firma erzeugt hat. In dem Fall jetzt für das Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich da Python-Code ausführe, der dann eine CSV-Datei ausliest. Also wir gehen hier auf eine CSV-Datei, lesen die aus. Wir gehen Zeile für Zeile im CSV durch, splitten das an einem Trenner auf, holen uns den ersten Eintrag, den zweiten Eintrag pro Zeile. Und in der CSV steht als erstes der Pfad zum Shapefile drin, als zweites der Name, wie es im QGIS verwendet werden soll. Und somit kann ich jetzt eben aus einer CSV mehr Informationen holen, welche Layer hier in das Programm noch mit reingeladen werden sollen. Und wenn ich jetzt diese Verknüpfung nehme mit dem bestehenden Projekt öffnen, dann ist es so, dass ein schon bestehendes Projekt verwendet wird. Das bestehende Projekt hat die unteren beiden Layer, also die OSM-Straßenkarte und die Gemeinden. Und die zwei oberen Layer, was wir gerade im CSV gesehen haben, also Tektonik und Rohrverband hier, die zwei, die werden jetzt beim Starten von QGIS per Python entsprechend noch hinzugeladen. Weil ich sage dann hier, mache mir einen Vektorlayer draus, verwende den Layerpfad und den Layernamen. Und hol dir das QGIS-Projekt und füge dann diesen Map-Layer entsprechend hinzu. Und hier oben ist ja die Vorschleife, dass ich das eben Zeile für Zeile im CSV dann entsprechend mache. Ja, und so kann man sich eben vorstellen, dass man beim Starten von QGIS irgendwelche Sachen ausliest. Ich könnte jetzt QGIS gleich an die richtige Stelle hinbewegen beispielsweise, wo ich jetzt was anschauen möchte, eben Sachen reinladen beispielsweise. Vielleicht hat dann im Nachklang zu der Demo-Session vielleicht auch jemand noch mal eine Rückmeldung, wo er oder sie das Ganze auch noch praktisch im Einsatz hat. Ich habe mir jetzt ein bisschen das Beispiel so aus den Fingern gesogen, dass wir das alles, alle Aspekte mal hier mit behandeln. Aber vielleicht hat jemand auch noch ein besseres Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Ja, ich hätte dann noch als Ausblick das Thema Processing Provider.
Ja, nicht Quatsch, nicht Processing, sondern Locator Provider. Hier links unten, diese Suchzeile ist ja unser Locator. Und da kann man verschiedene Sachen ganz schnell zentral aufrufen. Und hier könnte man auch einen eigenen Locator Provider schreiben, dass in diese Suchzeile noch eigene Funktionalitäten mit eingebaut werden. Das Ganze haben wir auf meinem Arbeitsrechner. Hätte ich da jetzt was zum Zeigen noch, da haben wir eine eigene Suchmaschine eingebaut. Wir haben eigene Adressdaten, die für uns besser geeignet sind, als wenn wir jetzt auf einen externen Geocoding-Dienstleister gehen. Und deshalb zapfen wir da einen eigenen Adressdatenbestand ab. Und die QGIS-Nutzer können dann hier einfach in diesem Locator eine Adresse eingeben und dann auf Enter drücken. Und dann springt die Karte an die entsprechende Adresse. Also so das klassische Geocoding oder Reverse Geocoding, und das ist da als Locator Provider eingebaut, dass man eben ganz schnell über eine Adresse auch an den richtigen Ort in der Karte hin springen kann. Und wie gesagt, in dem Fall, es gibt natürlich bestehende Lösungen dafür, wo man Provider wie jetzt zum Beispiel hier oder Google oder irgendwas verwendet. Aber in dem Fall war der Wunsch, das eben mit dem hausinternen Adresspool zu machen, der von uns von der Genauigkeit eben besser ist. Und deshalb haben wir eine REST-API gebaut, am anderen Ende sozusagen beim Server. Und hier den Locator-Provider auf der Client-Seite. Und dann können die zwei Sachen miteinander kommunizieren und die User können eben direkt an die entsprechende Stelle springen. Genau, das als Locator-Provider. Und ansonsten vom Ausblick her könnte man das Thema QGIS-Plugins noch nennen. Alle möglichen Funktionalitäten kann man eben auch mittels Python-Plugin in QGIS reinbringen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, nicht auf dem Arbeitsrechner, sondern auf einem separaten Rechner nur für diesen Workshop. Da sind jetzt denkbar wenige Plugins drauf. Firmenintern haben wir da ziemlich viele im Einsatz, auch hausinterne im Einsatz. Das eine habe ich hier mal gezeigt als kleines Beispiel. Das war dieser Repack-Fehlersucher. Und dieses Plugin, das könnte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt auch nichts Großes. Mal oft herrscht so die Vorstellung, dass man jetzt wahnsinnig viele Zeilen Code da schreiben müsste für ein Plugin, und das Ganze sind jetzt 90 Zeilen Code. Also wir sehen, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, und dieses Plugin macht dann nichts anderes, als dass es eben den Shapefile untersucht, dass es SAP-Dateien und DBF-Dateien getrennt voneinander untersucht. Und wenn da eine Unstimmigkeit zwischen DBF und SAP ist, dann entsprechende Fehlermeldung für den User rausgibt. Beziehungsweise ich habe es nicht hier in dem Vortrag gezeigt, fällt mir gerade ein, sondern in einem anderen. Ich habe zwei Vorträge, das war in dem anderen Vorteile von einer PostgreSQL-Datenbank im Vergleich zu Shapefile. Da hatte ich es konkret gezeigt, aber hier mal als Beispiel für ein Plugin. Und was für mich sich da immer bewährt, ist, dass ich da einfach hier so ein kleines Skelett habe, so ein Minimal-Plugin. Und wir sehen, das besteht aus relativ wenig Teildateien, und auch die eigentliche Python-Datei ist sehr überschaubar. Ich habe das abgewandelt von einem bestehenden Minimal-Plugin von einem Martin Dobias, was ich sehr hilfreich fand, als ich es mal entdeckt habe. Und ich habe das für mich noch umgewandelt, dass ich standardmäßig auch gleich immer noch ein Icon für die Toolbar noch mit einbaue. Und somit habe ich im Endeffekt mit diesem fertigen Gerüst, mit diesem fertigen Skelett, habe ich sofort ein lauffähiges Plugin, was ich dann eigentlich nur minimal abwandle. Also ich ändere halt den Klassennamen, entsprechend das Icon, Einträge von der Metadata.txt, und habe in allerkürzester Zeit ein fertiges Plugin, wo ich dann bestimmte Sachen Stück für Stück einbauen kann und eben dann
Funktionalitäten bereitstellen kann. Im Arbeitsalltag, bei der Betreuung auch der hausinternen QGIS-Nutzer, ist es manchmal so, dass man merkt, dass einzelne Nutzer manche Sachen vielleicht immer und immer wieder machen, also wiederkehrende Arbeitsabläufe, die man dann sehr leicht automatisieren kann, wo man einmal ein bisschen Zeit investiert in das Schreiben von einem Plugin und wo man dann perspektivisch eben sehr viel Zeit spart, die der Nutzer eben nicht immer wieder bestimmte Sachen von Hand machen muss. Und wie gesagt, also manchmal reichen da wirklich 10, 20, 30 Zeilen Code schon aus dafür, dass man eine Funktionalität bereitstellt, die den Nutzer sonst deutlich Zeit kostet und vor allem auch Nerven kostet. Wenn man immer wieder dasselbe machen muss, wo man denkt, das könnte auch ein dressierter Affe machen, dann ist das einfach frustrierend im Arbeitsalltag. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man manchmal mit recht wenig Aufwand den Nutzern schon einen großen Gefallen macht. Ja, das war der Ausblick Python und Plugins. Ansonsten grundsätzlich könnte man eben auch noch das Thema Kommandozeilentools beleuchten. Also wir haben in unserem roten Faden zu dieser Demo-Session ganz am Schluss ja auch noch hier stehen Ausblick auf Standalone- oder Kommandozeilen-Skripte. Ich kann zum einen theoretisch auch außerhalb von QGIS eigene PyQGIS-Skripte bauen oder grundsätzlich eben auch abseits der Standard-GUI von QGIS mit den PyQGIS-Objekten mir eigene Sachen bauen. Oder aber, was ich auch sehr interessant finde, ist ab der Version QGIS 3.14, dass man auch außerhalb der GUI, außerhalb der grafischen Benutzeroberfläche von QGIS, jetzt schon über QGIS Process Run Algorithmen der Processing Toolbox aufrufen kann und da bestimmte Sachen ablaufen kann, ohne dass man jetzt eben die Oberfläche von QGIS geöffnet haben muss. Also sprich, da sieht man ja ein gewisses Potenzial, eben auch beispielsweise automatisierte Skripte dann laufen zu lassen, wie man das vielleicht kennt, dass man irgendwelche Cronjobs hat, die dann einmal pro Nacht laufen und irgendwelche Sachen überprüfen oder importieren, exportieren, was auch immer. Also ich denke, diese Neuerung ab 3.14 in Verbindung mit der Möglichkeit, auch eigene Processing-Skripte zu schreiben, ist schon eine sehr vielversprechende Geschichte. Bei mir persönlich war es jetzt noch nicht oder gab es jetzt noch nicht die Anforderung, das zu machen. Also ich habe es jetzt noch nicht in der Praxis getestet, abseits von einem kleinen Test, aber jetzt noch nicht irgendwas im Produktivbetrieb. Aber ich finde, es klingt, wie gesagt, sehr interessant und vielversprechend. Das war mein Überblick. Also wir sehen von recht grundlegenden, einfachen Sachen wie dem Ausführen einfach nur in der Python-Konsole, wo man dann vielleicht erstmal nur sich was abgreift, bis hin zu irgendwelcher Thematiken, die eher auf das Rollout von QGIS sich beziehen, dass ich also zentral steuern möchte, welche Einstellung irgendwelche Nutzer haben, benutzerdefinierte Funktionen, Attributformulare anpassen, Makros, Actions, Aktionen, Processing Toolbox, verschiedenste Thematiken. Und jetzt beim Überblicken fällt mir ein, eins habe ich noch unterschlagen, das kann man auch ganz schnell machen, nämlich das Thema Actions oder Aktionen. Da ist es so, dass wir bei den Aktionen, das ist hier oben ein Symbol, was ausgegraut ist, keine Aktion gewählt, da ist momentan jetzt noch nichts hinterlegt. Da könnte ich erst in den Eigenschaften des Layers, hier im Reiter Aktionen, könnte ich jetzt sagen, ich möchte eine neue Aktion hinterlegen vom Typ Python. Nennen das Ganze mal Parzellen.
vom Scope, vom Bereich, wo die Aktion gelten soll, ist es die Karte. So, wo habe ich das Ding? Aktionen, genau. Das war wieder von dem Ujjwal Gandhi. Und hier sind es einfach nur zwei Zeilen, dass ich jetzt sage, ich möchte mir den aktuellen Layer holen, für den die Aktion gilt. Und ich möchte ein Select by Expression, also ein Auswählen per Ausdruck machen. Ich greife mir von dem angeklickten Objekt die Ausprägung der Spalte BlockNum ab und möchte also alle Objekte auswählen, die genau das gleiche in der Spalte BlockNum haben wie das angeklickte Objekt. Also, jetzt habe ich hier oben das Ganze aktiv, Parzellen, kann einmal reinklicken und ich sehe, jetzt wird also nicht nur das Einzelobjekt selbst angewählt, was ich hier angeklickt habe, sondern eben alles, was den entsprechenden Eintrag in dieser Spalte hat. Das als Beispiel noch für eine Aktion, hätte ich beinahe vergessen, aber war ja gut, dass wir am Ende nochmal hier einmal kurz hier den roten Faden überflogen haben. Dann das auch noch ganz kurz abgeliefert zum Ende. Und jetzt aber wirklich Schluss mit dem Überblick und jetzt bin ich gespannt auf Rückmeldung oder Fragen zu dem Thema. Ja, Herr Baumann, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich muss ja zugeben, ich bin auch eher derjenige, der in QGIS eher klickt und weniger codet. Aber ich fand das sehr interessant und ich denke mal, ich werde das eine oder andere auch ausprobieren. Die Vorträge wurden ja auch aufgezeichnet. Das heißt, man kann auch im Nachhinein sich das nochmal in Ruhe angucken, was Herr Baumann hier vorgestellt hat. Es gibt natürlich Fragen dazu und das hat die anderen Leute ja auch interessiert. Und eine Frage ist zum Beispiel, gibt es im Vortrag gezeigten Python-Beispiele als Download? Ja, genau, die gibt es. Ich kann mal ganz kurz versuchen, hier meinen Bildschirm freizugeben. Und zwar die... Hier leider mich. Ja, genau, jetzt. Ja, alles klar. Jetzt ist da. Mhm. Genau, ich habe die bei mir auf GitHub hochgeladen. Also GitHub TH Baumann von der Adresse. TH wie Thomas, Baumann wie Baumann, GitHub TH Baumann. Wenn man da auf die Repositories drauf geht, dann ist das gleich hier das momentan Neueste und da sind entsprechend Beispielskripte drin. Also ich habe jetzt beispielsweise bei dem Startup-Pi oder Pre-Startup-Pi jetzt nicht komplett alles drin, weil da ein paar Sachen schon sehr spezifisch hausintern sind, aber so die Grundgerüste, dass man damit was anfangen kann, das ist vorhanden. Genau. Soll ich mit den anderen Fragen mal weiter durchgehen? Ich kann das machen Sie doch vorlesen. Zweite Frage. Werden die gezeigten Anpassungen, Funktionen, Makros in den jeweiligen QGIS-Projekt oder global abgelegt? Kann ich dann auch zukünftig in anderen QGIS-Projekten diese Anpassungen, Funktionen, Makros darauf zurückgreifen? Die Makros selber, die sind ja projektspezifisch, die stelle ich bei den Projekteigenschaften ein, somit eben grundsätzlich erstmal nur für das jeweilige Projekt. Und die anderen Geschichten, also diese Skripte oder benutzerdefinierte Funktionen etc., wenn ich hier in meinen Profilordner reingehe, dann habe ich einmal einen Unterordner Python Expressions und da sehen wir, da ist jetzt zum Beispiel diese Layer-Namen-Funktion drin oder ich habe entsprechend auch Processing und Scripts, da ist diese Testdatei von dem siebten Beispiel mit dabei, also die liegen im Profilordner, aber die kann ich natürlich auch, genauso wie wir das mit dieser Startup-Pi bestimmte Sachen verteilen, könnte man natürlich auch solche Skripte dann eben auch zentral an alle verteilen grundsätzlich. Okay, das ist also möglich. Weitere Frage, kann man alle möglichen Libraries wie Pandas, Matplotlib etc. in QGIS verwenden bzw. laden? Dazu muss ich sagen, dass ich jetzt
persönlich das selber nicht großartig verwende oder getestet habe, aber es gibt ein ganz aktuelles QGIS Enhancement Proposal, was 12 Tage alt ist, wo eben auch für so Common Python Geolibraries, wo da eben schon so eine Schnittstelle geschaffen werden soll, dass man eben hier oben Shapely, PyProj, NumPy oder wie auch immer man das ausspricht, etc. mit drin ist. Ansonsten, wenn man das jetzt über den OSGeo4W-Installer den Weg zum Beispiel unter Windows geht, den kenne ich jetzt hauptsächlich, dann könnte man da ja mit Setups-Tools und PyPy und weiß nicht was da irgendwelche Zusatzbibliotheken noch mit reinpacken und dann entsprechend auch auf die zugreifen. Also ich habe das auch mit PySHP gemacht, mit der Bibliothek, die jetzt auch nicht mit QGIS mitkommt, und da kann ich die dann auch aus dem Plugin ansprechen, wenn ich die über Setup Tools, PyPy und so weiter auf dieser OSGeo4W-Konsole entsprechend installiere. Sie haben ja viele Pfade in den Beispielen hardcodiert. Gibt es da auch Möglichkeiten, also wenn ich das Projekt jetzt weitergeben will an einen Geschäftspartner, Kunden, Kollegen, gibt es da auch Möglichkeit, sich dahingehend das Leben zu vereinfachen? Na, sagen wir so, die Daten, die in QGIS verwendet werden, die kann man ja relativ adressieren. Das kann man ja in den Grundeinstellungen von QGIS so einstellen, dass man sagt, relative Adressierung der Daten. Dann, was jetzt die Daten anbetrifft, kann man das auf jeden Fall relativ machen und das Ganze entsprechend ohne Probleme weitergeben mit den mit irgendwie benutzerdefinierten Funktionen etc. habe ich jetzt nicht getestet, aber die müsste man halt dann auch in das entsprechende Profilverzeichnis mitgeben, denke ich mal. Ja, vielen Dank, Herr Baumann, nochmal für diese schöne Demo-Session. Ja, vielen Dank auch an die Teilnehmer für die interessanten Fragen. Wir haben uns mal die mit den meisten Votes rausgenommen und damit ist dieser Block erstmal zu Ende. Vielen Dank, Herr Baumann. Und hier geht es weiter nach der Mittagspause um 14 Uhr. Vielen Dank.